Also meine Kinder sind halt tendenziell eher kompetitiv, ungeduldig, haben nicht so viel Sitzfleisch, nicht so viel Geduld und für die ist es einfach nicht das richtige Spiel. Wenn ihr eher ruhigere Kinder habt, die einfach lange Hörspiele gern hören und solche Sachen, dann ist das wirklich hier ganz, ganz passend. Und man muss so ein bisschen seine Kinder kennen, ob die so eine Art von Spiel überhaupt mögen. Hallo meine lieben Freundinnen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren ausführlichen Review hier bei Hunter and Friends. Und heute ist es soweit, das Wunschvideo vom Voting im Januar steht an, gewonnen hat Familiar Tales, ein Storycrafting-Game von Cherry Hawthorne, ein Abenteuer-Spielbuchspiel. Von einem sehr bekannten Autor, der hier schon sehr viel gemacht hat. Mit Maus und Mystik hat es angefangen. Und ich sag mal, für mich ganz klar hier Familiar Tales so ein bisschen der Nachfolger, Fortsetzung von Herr der Träume. Leider habe ich es nie geschafft, ein einzelnes Video zu diesem Spiel zu machen. Aber ich werde hier im Fazit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hier drauf eingehen, auf die Vergleiche zwischen den beiden Spielen. Das Ganze ist ab 8 Jahren ganz wichtig. Das ist hier ein Familienspiel. Sie schreiben es auch drauf, ein magisches Familienspiel. Es richtet sich wirklich an auch eine jüngere Zielgruppe. 1 bis 4 Spieler, 45 Minuten, auch nicht überlang, wenn man sich überlegt, dass das hier ein Abenteuerbuch ist mit Szenarien, eine große Kampagne. Aber eine Partie dauert wirklich auch nur 45 Sekunden, wollte ich schon sagen, Minuten. Und ja, es ist mein Wunschvideo vom Januar. Ich habe jetzt ein neues System. Das heißt, alle meine Unterstützer, egal welches Level, dürfen einmal im Monat über ein Wunschvideo abstimmen. Da stelle ich 3 Spiele zur Auswahl. Und das, was gewinnt, gibt es dann in einer ausführlichen Rezension für alle frei auf dem Kanal, weil sonst mache ich ja diese ausführlichen Rezensionen, sind ja dann immer Teil des Bonus-Contents ab 5 €, wo dann die ausführliche Regelerklärung, mein Hunter-Score und meine Spieletipps noch oben drauf kommen. Das kriegt ihr hier jetzt aber alles serviert. Ja. Und Familiar Tales ist eben ja ein Familienspiel, ein Abenteuer-Spielbuchspiel. Sehr schönes, kindgerechtes Setting, würde ich es mal nennen, weil wir spielen Familiare. Das gibt es auch auf Deutsch, ja so. Das heißt Tierbegleiter eines Zauberers. Und wir müssen uns hier gemeinsam um ein Baby kümmern. Ja, man sieht es sogar auf dem Cover, wenn man genauer hinguckt. Das heißt, ein wirklich schönes Thema und wirklich besonders gelungen, kann ich gleich schon mal vorwegschicken an der Geschichte, finde ich, dass sie in 3 Akten erzählt wird und zwischen diesen Akten wird das Baby erwachsen. Das heißt also, wir haben große Zeitsprünge dazwischen. Das ist schon fast, hat schon so eine Art episches, opernhaftes Gefühl, finde ich, von der Geschichte, was da vermittelt wird, weil wir eben zuerst das Baby haben, dann ein kleines Mädchen und schließlich eine junge Frau, mit der wir hier die Abenteuer bestehen müssen und uns gegen hier die Bösen zur Wehr setzen müssen. Also wirklich, mein Cherry Hawthorne war ja immer schon ein toller Geschichtenerzähler, aber das ist vom Setting her wirklich ganz besonders gelungen. Natürlich könnt ihr euch von Gamegenic dann auch die passenden Sleeves holen. Hier für die großen Karten, das ist einfach Standard-Karten-Sleeves. Das sind ist die graue Packung. Es sind ein bisschen mehr als 100 Karten drin, also von daher, ja, 108 Karten. Ihr könnt 2 Packen kaufen, wenn ihr sparsam seid, oder 3. Dann habt ihr noch ein bisschen was übrig für ein anderes Spiel. Und von den kleinen Karten gibt es 58, ist auch ein bisschen mehr als die 50er-Packung der gelben Sleeves. Und ja, da habt ihr natürlich auch ein bisschen mehr, aber man kann natürlich auch mit 50 Sleeves kommt man hier, glaube ich, relativ gut aus. Und jetzt geht's erstmal los mit einer kurzen Spielübersicht, gefolgt von einer detaillierteren Regelerklärung, wie die einzelnen Züge, was da so passiert. Und dann gibt's mein Lob und Tadel, Fazit und Spieletipps und Hunterscore, alles, ihr werdet sehen. Und bevor ich es weiter vergesse, wollte ich noch mal kurz noch mal Danke sagen für alle, die den Cuplex-Bonuscode verwendet haben im letzten Jahr. Ich blende es auch jetzt noch mal kurz ein. Wir haben ja jetzt Cuplex-Spieletische und ihr könnt den Kanal auch unterstützen, wenn ihr so einen Cuplex-Tisch euch holen wollt, könnt ihr 30 € Rabatt kriegen und wir kriegen eine kleine Provision und ja, das wäre natürlich eine prima Sache. Haben ein paar Leute gemacht letztes Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geht's wirklich los. Film ab für die Spielübersicht.
Einmal hier das Material in der Übersicht und ich kann gleich schon mal sagen, auf den ersten Blick sieht es komplizierter aus, als es nachher ist, weil vieles von diesem Material, vieles von diesen Tokens natürlich nur in bestimmten Szenarien hier zum Tragen kommen. Was haben wir hier? Wir haben in der Mitte hier unser Abenteuerspielbuch, wie ihr es kennt, auch von anderen Jerry Hawthorne Spielen natürlich, wer es nicht kennt. Wir haben hier sozusagen die Karte, auf der hier unsere Heldenminiaturen schon auf dem Startfeld stehen und wir laufen dann hier so rum. Es gibt dann hier verschiedene Symbole, zum Beispiel so Büchersymbole, da passiert dann immer was in der App, da kann man dann, ja, dann wird dann was vorgelesen, die App zeige ich euch natürlich nochmal nachher im Detail, dann gibt es hier, wo Monster erscheinen können, wo wir Ressourcen einsammeln können und alles steht im Prinzip hier, auch wie wir dieses Szenario dann gewinnen können, die Gegner, was die für Werte haben, wenn die aufs Tableau kommen und so weiter. Dann haben wir hier so einen wichtigen Zähler, nämlich den Unglückszähler und die Laune des Babys, am Anfang haben wir nämlich ein Baby dabei und da müssen wir gucken, dass das nicht schlechte Laune kriegt, müssen wir uns ein bisschen um das Baby kümmern. Dann steht so, was wir da machen können, können wir Ressourcen ausgeben. Wir haben Kartenauslage, um unsere Decks zu bauen, weil hier seht ihr, hier unten seht ihr die vier Charaktere. Jeder Charakter hat hier so eine wunderschöne Kiste, wo dann das Deck reinkommt zum Abspeichern, damit immer alles dabei ist. Wir haben außerdem auch noch Gegenstände, haben Startgegenstand. Hier, wir haben eine Fähigkeit und natürlich unsere Lebensanzeige, ganz einfach Lebensanzeige und Erfahrung. Mit Erfahrung können wir neue Karten kaufen. Und mit Ressourcen haben wir einen schönen Ressourcenschuber, können wir uns Sachen bauen und uns ums Baby kümmern. Ganz prinzipiell spielen wir uns hier durch ein dreiaktiges Abenteuer durch und ihr seht, wir haben hier so ein Tagebuchblatt, wo wir auch Sachen eintragen. Hier unten geht's los, Start Kapitel 1 und dann seht ihr, wir können uns hier jetzt, alle diese Nummern hier sind quasi Szenarien oder Geschichten, die in der App erzählt werden und hier gibt es verschiedene Wege und ihr seht, ne, wir müssen uns hier durch mehrere Kapitel durchspielen, sehr viele Szenarien. Hier unten seht ihr, es gibt auch noch so persönliche Geschichtskarten, persönliche Beziehungskarten von jedem Charakter. Kann dann abgekreuzt werden, wenn wir da eine erledigt haben. Wir können so Notizen haben. Es kann einfach sein, dass wir bestimmte Sachen gefunden haben und so. Dann haben wir so Schlüsselwörter, die beziehen sich dann immer entsprechend auf Sachen, die in der Geschichte passieren. Und das ist natürlich noch lange nicht alles. Nach Akt 2 kommt Akt 3 und dann, Akt 2 natürlich, und dann auch noch Akt 3, als ihr seht. Wirklich sehr umfangreich. Und was natürlich zentral ist, ist die App. Zunächst einmal, man kann auch einfach hier nur über die Homepage spielen, muss man gar keine App installieren, finde ich auch ganz cool. Aber ihr seht, ihr könnt es auch für Windows oder Mac downloaden. Dann könnt ihr es auch sozusagen auf dem Laptop haben, das ist auch kein Problem. Ja, dann könnt ihr hier ein neues Spiel starten, gebt hier einfach einen Gruppennamen ein. Und ja, und dann fragt euch die App eben hier Spielaufbau. Wollt ihr, dass uns hier geholfen wird, ja, und hier gibt es einen Spielcode, den muss man notieren, damit man dann den Spielstand jederzeit wieder laden kann, ja, und dann kann man hier, na, das, und dann wird hier wirklich, ne, genau erzählt, was wir machen müssen beim Aufbau, das finde ich wirklich ziemlich, ziemlich cool. Mit dieser App braucht ihr praktisch kein, nicht wirklich viel in die Regel gucken. Das ist wirklich ziemlich cool, auch wenn ich euch die Regeln natürlich oder die hauptsächlichen Regeln dann auch nochmal gleich erklären werde. So, und dann geht's los. Was die App übernimmt, ist, sie sagt immer, wer am Zug ist. Das heißt, man kann hier sagen, wie sitzen wir hier am Tisch, wie soll es losgehen. Und ja, dann muss man hier den entsprechenden Code eingeben. Und das ist ganz einfach. Am Anfang ist es halt einfach da, wo wir starten. So, zack. Und dann sind wir schon im ersten Kapitel. Und jetzt kommt die Magie, weil wenn ich jetzt auf Play drücke, dann hört sich das so an. Die Nacht hing wie ein bleiernes Tuch über dem Land und dunkle Regenwolken zogen über den Himmel. Ja, ihr seht, komplette Sprachausgabe, nachher auch wenn die einzelnen Charaktere dann anfangen zu sprechen mit eigenen Stimmen, wirklich wunderschön. Ich kann euch das natürlich jetzt nicht vorspielen, würde viel zu lange dauern. Und jetzt auch hier, die App kann uns jetzt das Spiel erklären. Und das funktioniert einfach so, dass wir hier diesen Tutorial-Teil haben, wo immer sozusagen steht, was jetzt passieren muss. Wir können auch sagen, ah, das wissen wir schon, können wir hier auf X auch wegklicken und dann oder beziehungsweise hier so, und dann geht's los, ne? Und das Schöne ist, jetzt sagt die App hier, ne, Tutorial brauchen wir jetzt gerade noch nicht,
wer ist am Zug? Ja? Wir können hier theoretisch einen Code eingeben, wenn wir irgendwas finden auf der App. Man sieht auch, es ist mit schöner Musik, die mache ich mal aus. Aber hier, wenn wir dann auf dem Spielfeld irgendeinen Code finden, können wir den hier eingeben. Und hier sehen wir auch schon ein wichtiges, grundlegendes Spielprinzip. Wenn jetzt hier der Fuchs fertig ist, Zug beenden, dann seht ihr, dass die Gefahr 1 hochgeht. Und das ist im Prinzip einfach unser Timer. Wenn dieser Timer eine gewisse Höhe erreicht hat, dann werden die Gegner getriggert. Auch ein Prinzip, was ich hier wirklich cool finde, weil es gibt halt auch Effekte, die Gefahr erhöhen. Dann müssen wir hier so auf Plus drücken. Und wir wissen halt nicht so ganz genau, wie viel Gefahr brauchen wir oder könnte es sein, bis es zu einem Gegner zukommt. Und jetzt waren es in dem Fall 4 Gefahr. Jetzt steht hier noch, wie ist die Laune? Steht es hier auf 4 oder 5? Das ist diese Anzeige hier, also wie schlecht geht es dem Baby, wenn das jetzt hier so stehen würde, müssten wir hier Ja sagen und dann wird was vorgelesen und jetzt wird wieder hier dieses Tutorial kommen, was passiert beim Gegnerzug, da steht dann zum Gegner im Spiel Ja und jetzt steht hier ganz genau, was die Gegner machen. Also das ist eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen, weil da einfach muss man nicht nachschlagen oder irgendwas. Ist einfach wunderbar. So, jetzt ist der Gegnerzug vorbei. Da gab es dann wahrscheinlich jetzt einen Kampf. Die haben angegriffen und so weiter. Und jetzt ist wieder der nächste Spieler dran. Und hier unten kann man noch die Zugreihenfolge ändern, Glossar nachgucken und die vorherigen Einträge. Man kann das immer auch wieder zurückspringen, falls man irgendwas überlesen oder nochmal hören will oder so. Das ist wirklich sehr gelungen. Was passiert jetzt im Detail, wenn wir am Zug sind? Dazu schauen wir uns erstmal das Material von einem Charakter an. Hier der Gribbert. Hier auf der Rückseite auch sehr schön. Kleiner Flavortext, was das überhaupt für ein Charakter ist. Ein verwandelter Mensch. Ziemlich cool. Und hier auf der eigentlichen Seite stehen noch so ein paar Attribute. Er ist klein. Das kann es kann Sachen geben, wo nur kleine Charaktere irgendwie durch können oder so. Und dann hat er noch so eine Fähigkeit. Er ist nämlich ein begnadeter Schwimmer, kann nur bestimmte Rüstungen und Gegenstände ausrüsten und hat hier einen Startgegenstand. Das sieht man auch hier an seinem Symbol. Außerdem haben wir hier ein Startdeck. Das ist auch hier unten mit dem Symbol gekennzeichnet. Und das wird einfach gemischt. Und wir ziehen dann immer 5 Karten auf die Hand. Und wenn wir dran sind, dann haben wir die Möglichkeit, beliebig viele Aktionen durchzuführen. Und wir haben einiges zur Auswahl. Wir können uns nämlich bewegen, sammeln, kümmern, ausrüsten, tauschen, einen Nahkampfangriff ausführen, einen Fernkampfangriff ausführen, Handwerk, also einen Gegenstand herstellen, trainieren oder Sonderaktionen machen, die zum Beispiel das Szenario uns noch vorgibt. Fangen wir mal mit einer Bewegungsaktion an. Wir haben ja diese Karten hier und jede Karte hat einen Bewegungswert und wir können jetzt bei der Bewegungsaktion im Prinzip beliebig viele Karten ausspielen, um hier Bewegungsschritte zu tun. Wichtig ist, dass die Karten hier immer oben noch so ein Symbol haben und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dieses Ausrufungssymbol. Das bedeutet, dass immer, wenn wir diese Karte spielen, das hier oben passiert. Das heißt, in dem Fall rasten, wir kriegen einen Lebenspunkt, können einen Lebenspunkt wieder regenerieren. Wenn so ein Symbol ist, das ist wie so ein kleines Kartensymbol, dann bedeutet es, dass dieses Symbol eventuell mit einem Gegenstand in Verbindung steht. Und ihr seht auch dieses Symbol hier, das seht ihr, das ist hier auch abgedruckt und das bedeutet einfach, dass beim Angriff hier so eine Gefahr weniger ausgelöst wird. Das heißt, wenn ich diese Karte jetzt als Angriffskarte spiele, dann kann ich von meiner langen Zunge hier profitieren. Da gibt es eben erstmal noch ganz viele andere Gegenstände, die dann wiederum andere Symbole haben. Hier zum Beispiel, Waffe hier hat eben so ein Schwertsymbol und ihr seht hier unten beim Schwert oder beim so einem Bergsymbol gibt es dann irgendwelche Boni beim Nahkampfangriff. Aber das ist so im Prinzip schon alles. Jetzt habe ich hier, wenn ich das ausgespielt hätte, ich einfach 4 Bewegungspunkte und damit kann ich mich dann über die Karte bewegen. Der Angriff funktioniert auch relativ einfach. Es ist nämlich einfach eine Stärkeprobe beim Nahkampf und eine Geschicklichkeitsprobe beim Fernkampf. Was bedeutet das? Auch hier spiele ich einfach die Karten aus. Dieses rote Symbol ist einfach Stärke, das heißt, hier hätte ich jetzt Stärke 2. Und bei einer Probe ist es einfach nur so, dass ich dann immer noch einmal diesen Würfel würfeln muss. Und der kann entweder jetzt das Ergebnis noch manipulieren, jetzt in dem Fall hätte ich jetzt 4. Es gibt aber auch hier -1. Es gibt hier so, ich kriege sofort einen Erfahrungspunkt
geschenkt, ja. Oder ich bekomme hier dieses Gefahrensymbol. Und das Gefahrensymbol bedeutet eben immer, dass ich manuell in der App die Gefahr um 1 erhöhen muss, was eben bedeutet, dass die Gegnerreaktion ein bisschen schneller kommt. Und hier nochmal, ne, hätte ich jetzt wirklich diese Verstohlenheit mit der langen Zunge benutzt, dann wäre diese Gefahr sozusagen negiert worden durch die Fähigkeit oder ja, durch die Fähigkeit meiner langen Zunge. Und es geht dann mehr oder weniger beim Nahkampf oder auch beim Fernkampf immer darum, ob ich einen bestimmten Wert, einen Verteidigungswert des Gegners erreiche. Das gleiche geht für den Fernkampf. Ich habe hier eine Fernkampfwaffe tatsächlich. Da ist es dann einfach eine Probe hier auf diesen grünen Geschicklichkeitswert, funktioniert aber ganz genauso. Wenn ich angegriffen werde, gibt es diesen Verteidigungswert. Auch da kann ich dann Karten ausspielen und die würfeln, um wiederum Schaden abzuwehren. Und das Gelbe ist eine Klugheit, ist Klugheitsprobe. Das brauche ich immer, um Ressourcen zu sammeln auf dem Spielfeld. Das zeige ich euch auch nochmal. Aber das ist einfach auch, es gibt eben bestimmte Ressourcenfelder. Da muss ich dann auch einen bestimmten Wert, der vom Szenario vorgegeben wird, reichen. Und dann kriege ich eine entsprechende Ressource. Noch ein ganz interessanter Effekt ist hier dieses waghalsig. Das bedeutet nämlich, ich kann, wenn ich diese Karte spiele, mir überlegen, ob ich eine Erschöpfungskarte ins Deck aufnehme. Die kommt dann auf meinen Ablagestapel. Und dafür darf ich aber gleich eine Karte nachziehen. Habe also eine Karte mehr auf der Hand, die ich natürlich auch spielen könnte, sozusagen. Diese Erschöpfungskarte ist aber eben so, wenn ich diese Karte ablegen würde, also wenn ich sie benutzen würde, dann kommt sie zurück auf den Erschöpfungsstapel und ich bekomme halt hier sofort diesen Effekt, was einfach wieder eine Gefahr erhöht. Das heißt also, bei waghalsig, ja, ich bin halt besonders mutig, kann eine Karte mehr ziehen, aber es erhöht halt auch so ein bisschen die Gefahr. Und ganz cool ist auch diese Karte hier, dieses Symbol hilfsbereit mit diesem, dieser Kette. Das bedeutet nämlich, dass ich diese Karte spielen kann, wenn ein Mitspieler gerade eine Probe macht. Also zum Beispiel ein Angriff, eine Verteidigung, was auch immer, eine Sammelprobe. Da können dann immer die Mitspieler ihre hilfsbereit Karten mit dazu spielen. Man kann das Spiel ja auch solo spielen, dann zieht man einfach eine Karte nach, aber das ist eigentlich ja nicht das Gleiche. Das ist halt immer schön, da muss man überlegen, ah, willst du mir deine, hast du hilfsbereit Karten auf der Hand, willst du mir helfen? Aber manchmal braucht man die Karten natürlich auch selber, aber das ist wirklich einfach ein schönes interaktives Element. Und dann gibt es einfach noch hier dieses Symbol hier, das bedeutet einfach, dass wenn ich dann hier diesen Glückswürfel werfe, dann habe ich noch einen Nachwurf bei diesem Symbol. Wie sieht es dann alles hier auf dem Spielplan aus? Seht hier auf dieser Ringbuchseite sind diese verschiedenen Felder, doppelt durchgezogene Linien können nicht überquert werden. Einfach gestrichelte kosten einfach einen Bewegungspunkt, doppelt gestrichene zwei Bewegungspunkte. Hier sind solche Ressourcenfelder, da müssen wir dann eine Sammelprobe ablegen. Es steht dann immer auf der rechten Seite hier, wie viel wie schwer diese Sammelprobe ist und dann bekommen wir die entsprechende Ressource. Damit können wir uns Gegenstände herstellen oder uns ums Baby kümmern, das zeige ich euch gleich. Wenn man hier auf sowas hier kommt, ja, dann gibt man hier einfach in der App den entsprechenden Code ein und dann ja, gibt es wieder einen neuen Eintrag, wo wir neue Sachen erleben, Rätsel vielleicht lösen müssen oder neue Hinweise kriegen, was wir hier zu tun haben. Hier das Feld bedeutet immer, dass dort die Monster auftauchen, wenn welche kommen, irgendwelche Gegner. Das ist auch ganz schön gemacht. Ich zeige euch nachher nochmal die Miniaturen einmal im Detail. Aber es gibt eben gleiche Monster, die dann unterschiedliche Basen haben, sodass man die recht gut unterscheiden kann. Kurz hier zum Handwerk. Zunächst einmal, das hier ist dieser schöne Schuber, wo die Ressourcenplättchen drin sind. Das kann man hier auch so zumachen. Das ist ganz cool, damit es dann nachher nicht rausfällt, wenn man das Spiel aufräumt. Und ja, wir können eben diese Ressourcen dann auf den Szenarien sammeln. Und hier haben wir immer drei mögliche Gegenstände, die wir bauen können. Und hier unten steht auch immer schön, was es kostet, was es für eine Art von Gegenstand ist. Wir können natürlich nur bestimmte Rüstungen eben, hier sieht man auch, ne, das ist eine leichte Rüstung. Jeder kann natürlich nur eine Rüstung anziehen und manche können nur leichte und manche nur schwere und so weiter. Das sind Zubehör, man kann auch ein Zubehör nur haben. Verbrauchsgegenstände kann man beliebig viele haben und da steht dann auch immer schön drauf, was das ausmacht. Und das ist eben auch eine Aktion, dann einfach die entsprechenden Ressourcen abzugeben, um so einen Gegenstand zu bekommen. Eine weitere Aktion ist übrigens auch zu tauschen, also auf dem gleichen Feld zu stehen, sich Ressourcen zu tauschen und auch Gegenstände zu tauschen. Und dann gibt es noch weitere Gegenstände hier, die haben aber so ein Buchsymbol hier, die kommen dann wirklich nur durch bestimmte Dinge in der Geschichte ins Spiel, die können nicht hergestellt werden.
Eine weitere Aktionsmöglichkeit ist das Trainieren. Wir haben hier immer vier Karten auslegen, vier Verbesserungskarten. Und die haben hier unten solche Kosten in Erfahrungspunkten. Die Erfahrungspunkte können wir hier einfach abtragen. Und ja, dann können wir die Erfahrungspunkte ausgeben, um so eine neue Karte in unser Deck hineinzubekommen. Da steht natürlich auch immer, was die jeweils machen. Die haben teilweise eben auch spezielle Kartenaktionen. Dann spielt man diese Karte wirklich nur für diese Aktion oder man kann sie halt auch für die entsprechenden Symbole spielen. Und ganz interessant, es gibt eben auch hier diese persönliche Geschichte oder Beziehungskarten. Das ist dann eben hier nur Gribbert, also nur er könnte diese Karte hier für einen Erfahrungspunkt kaufen. Und dann muss man hier die 195 eingeben in der App und dann beginnt so eine kleine persönliche Geschichte. Man kreuzt es dann auch ab und ihr seht, es gibt dann sozusagen, die geht dann halt noch weiter über die drei Akte hinweg und dann kriegt man einfach hier ein paar neue Karten. Der Kampf ist auch wirklich sehr einfach, wenn hier Bösewichte auftauchen, die meistens durch die App, dann heißt es bei der Gefahr, jetzt kommen welche oder wie auch immer, dann sieht man hier, es gibt diese unterschiedlichen, die korrespondieren dann, das ist der falsche, aber hier mit den entsprechenden Basen der Miniaturen, sodass man da immer weiß, wer gemeint ist, dann kann man hier diese Lebenspunkte hier hinlegen und hier oben stehen einfach die Werte, wie schnell sich der bewegt, wie stark er angreift, das heißt also, der hat einfach 5 Angriffe, das heißt, wenn wir uns jetzt verteidigen wollen und keinen Schaden kriegen wollen, müssten wir eine 5er Verteidigungsprobe schaffen oder 5 bei der Verteidigungsprobe und wenn wir angreifen, genauso müssen wir mehr als 5 schaffen, um dann wiederum den Schaden unserer Waffe zu machen und das sieht man hier, der macht halt einfach zum Beispiel die lange Zunge, am Anfang macht die einfach nur einen Schaden, aber es gibt natürlich dann später auch Waffen, die mehr Schaden machen, dann würde man das hier so einfach abtragen, wenn wir den dann besiegt haben, steht, was wir dann kriegen, hier in dem Fall eine Erfahrung und hier, nur mal zu sehen, hier oben steht, wie hoch die Sammelprobe ist, in dem Fall 3 und was passiert, was wir machen müssen, um das Szenario zu gewinnen. Und nochmal kurz erklärt, was hier dieses Unglück und die schlechte Laune genau bedeuten. Das Unglück ist mehr oder weniger so eine Art Score. Ihr wollt möglichst wenig Unglück haben und die schlechte Laune wiederum, ja, die könnte eben auch dafür sorgen, dass die Gefahr erhöht wird oder dass da mehr Unglück passiert, wenn das Baby, das ihr mit dabei habt, einfach schlechte Laune habt. Dafür könnt ihr hier gucken, was ihr machen müsst, um, je nachdem, wie schlecht es dem Baby schon geht, um das Baby dann wieder so ein bisschen aufzuheitern. Gleichzeitig beim Baby steht hier, dass man eben es tragen kann, also das heißt, dass man es eben mitbewegen kann. Unser größter, hat auch die Spezialfähigkeit, das Baby einfach sozusagen kostenlos mitzunehmen. Das ist ganz, ganz nett. Und was ich hier einfach auch noch mit zeigen will, ist, es gibt ja nachher ja auch noch Akt 2 und Akt 3. Da gibt es diese schönen Dosen Schachteln, die man vorher bereiten kann. Und da sind dann eben neue Erweiterungskarten drin, neue Gegenstandskarten drin, aber auch, das zeige ich hier mal kurz, so viel spoilern kann ich euch vielleicht schon, dass ihr hier dann seht, in Akt 2 haben wir dann nicht mehr das Baby, sondern wir haben eine kleine Millie, ein Kleinkind, was wir sozusagen mitschleppen müssen, ja, und das ist dann eben, wird nicht mehr getragen, sondern an die Hand genommen, das hat dann noch hier eine andere Karte und dann später ist es auch noch ein junges Mädchen geworden und das ist dann sozusagen, da müssen wir uns hinbewegen, die sind auch doppelseitig, die Karten, das ist sozusagen so ein bisschen Spoiler, was ihr hier in dieser schönen Geschichte erleben werdet. Ja, und die restlichen Token sind auch ziemlich schnell erklärt eigentlich. Es gibt noch so ein paar Zustandstoken, das könnt ihr dann aber einfach ganz klar nachlesen. Vergiftet und in Flammen und gefangen und so weiter. Es gibt hier diese durchgestrichenen Token, die legt man einfach auf die entsprechenden Zahlen auf dem Spielplan, wenn man diesen Abschnitt bereits gelesen hat, weil den man immer nur einmal auslösen kann. Sozusagen gibt es noch so Ausrufezeichen, die man auch für die Szenarien braucht. Hier nochmal so Krabbler, das sind eigentlich einfach Monster. Interessant sind noch hier diese Treueabzeichen. Das ist wie so ein permanentes Level-Up, wenn man so ein Treueabzeichen bekommt. Da kann man sich als Aussuchen, habe ich jetzt zum Beispiel hier dauerhaft eine Geschicklichkeit mehr bei jeder Probe. Und weil das Auge ja bekanntlich mitspielt, einmal hier die Miniaturen gezeigt, die beim Spiel mit dabei sind. Das erste Lob, ich habe es natürlich in der Intro auch schon mal gesagt, aber ich muss es hier nochmal betonen, die Geschichte ist wirklich toll. Es wird versprochen hier, erlebt eine Jahrzehnte umfassendes Fantasy-Epos
Und das stimmt. Das ist eben dadurch, dass diese Geschichte eben so angelegt ist, dass wir hier das erleben, wie das Baby dann groß wird. Das ist wirklich episch und natürlich, was man hier noch dazu sagen muss, ist, Familia Tales hebt das ganze Genre hier auf ein neues Level, weil zum ersten Mal gefühlt für mich ist, haben wir hier eine App, die wirklich die kompletten Texte als wirklich toll umgesetztes Hörspiel auch schön synchronisiert, also auf Deutsch auch schön gemacht, als toll produziertes Hörspiel präsentiert. Und das ist wirklich grandios. Ne? Also jeder hat eben, jeder Charakter hat hier wirklich eine eigene Stimme, einen eigenen Charakter und das hört man wirklich gerne an. Und das muss ich sagen, habe ich bislang ja immer auch kritisiert an anderen Spielen, wo man, also gerade App-basierten Abenteuerspielen, Rollenspielen, wo man dann aber leider sehr viel Text auf der App lesen musste. Was ich immer ein bisschen blöd finde, weil man dann vom analogen Spiel eben so viel auf den Monitor starren muss oder eine Person, die es dann vorliest. Das war dann immer das Sache, ja, dann lasst nur einen das vorlesen, sonst starren alle da irgendwie drauf. Und hier kann man sich es einfach vorlesen lassen und jeder kann zuhören und das ist wirklich richtig, richtig cool. Zweites Lob gibt es auf jeden Fall für die Mechanik, einfach deswegen, weil sie so schön eingängig ist und weil sie den Spielspaß überhaupt nicht verhindert, sozusagen, oder uns irgendwie am Erleben der Geschichte irgendwie behindert, sagen wir mal, durch unnötige Komplexität, sondern das ist wirklich eben auch familiengerecht, das ist eingängig, alles ist ziemlich klar, Spielfluss ist sehr schön und man hat eben diese Tutorial-App und das ist wirklich auch richtig cool, dass wir hier einfach die App haben, die uns die Regeln erklären und nicht nur das, die erklären nicht nur die Regeln, sondern sie führen uns durch, das heißt, wir können einfach losspielen und wir kriegen dann immer, wenn was passiert, ja Tipps quasi, wie so Tooltips und können dann auch ganz individuell entscheiden, ab dem Moment, wo wir diese Tipps nicht mehr benötigen, da blenden wir die einfach aus und dann sind die weg. Ne? Also das heißt, wir können uns eben auch immer wieder erstmal daran erinnern lassen, was ist jetzt nochmal, wenn das jetzt so ist, ah, was ist, ah ja, verstehe. Und das ist wirklich super gelungen, muss ich sagen. Also toll. Nächstes Lob gibt's für den Umfang. Es ist wirklich umfangreich. Ja, wir haben eben diese drei Akte, sehr viele Szenarien und wir haben hier sehr viel Spielzeit mit drin, sodass man sagen kann, man kriegt hier genug für sein Geld, auch wenn man gleich dazu sagen muss, ich glaube, man spielt es nur einmal durch. Ja, und der letzte Lob einfach für das Material, für die Grafiken, für die Miniaturen, die auch sehr, sehr schön sind. Und dann muss man halt sagen, wenn man dann noch bedenkt, wie gut die App ist mit diesem wirklich toll gemachten Hörspiel, dann ist das auch preislich wirklich ein tolles Package. Ja, das ist super. Da bekommt man wirklich was für sein Geld und das hat mir gut gefallen. So viele Tadelpunkte gibt es tatsächlich gar nicht. Auf die meisten gehe ich dann auch nochmal im Fazit ein. Deswegen hier nur nochmal ganz kurz, um es klar zu machen. Ja, diese eingängige Mechanik bedeutet natürlich auf der anderen Seite, es ist nicht besonders, hat keinen besonders hohen Tiefgang für, sage ich mal, erwachsene Spieler, die jetzt spielerisch hier irgendwie was Größeres erwarten. Die werden enttäuscht sein, ja, weil natürlich, wir haben hier einfach nur ein sehr simples Kampfsystem, nur sehr einfache Mechanismen, ein bisschen Deckbau und so, aber das ist alles so auf so einem leichten Level, da ist nicht viel zu holen. Und das ist gut für die Zielgruppe, aber natürlich für eine reine Erwachsenenrunde dann nicht so toll. Persönlich finde ich, hätten es ein paar mehr Rätsel sein können, ein bisschen weniger Kämpfe. Aber ja, da gehe ich auch nochmal ein Fazit drauf ein. Und der Wiederspielreiz ist einfach hier auch so ein bisschen gefaked. Wir haben diese Abzweige und die braucht es in meinen Augen nicht, weil wir werden das Ding nur einmal durchspielen. Aller Voraussicht nach, oder wir haben mal so einen Abbruch und fangen dann nochmal an. Aber wenn wir es einmal durchgespielt haben, dann ist es auch gut und dann braucht man es auch nicht nochmal spielen, unbedingt. So, und jetzt kommen wir zum Fazit und damit zur Einordnung in meine vier Listen. Ist das hier Vergessenliste, Longliste, Shortliste oder Kaufenliste? Und für die richtige Zielgruppe, die dieses Spiel auch ansprechen möchte, nämlich die Familien, ist das Kaufenliste. Ja, das ist wirklich ein tolles Abenteuerspiel. Und ich muss jetzt noch mal kurz hier den Herr der Träume hier hervorholen, weil ich es daran relativ gut erklären kann, was mir an Familia Tales noch besser gefällt als Herr der Träume, obwohl natürlich auch Herr der Träume, für alle, die es gespielt haben, werden mir sicher zustimmen, auch ein tolles Abenteuerspielbuchspiel ist. Aber Herr der Träume hat ein Problem, was bei Familia Tales wunderbar gelöst ist, nämlich das Thema bei Herr der Träume hier mit diesen
Stofftierfiguren und dass wir hier in den Träumen, ja, ist ja ist wirklich ähnlich. Das ist natürlich sehr kindgerecht und spricht auch wirklich die kleinen Kinder schön an. Das Problem ist das Spiel und die Mechanik des Spiels. Hier sagen sie auch ab 8, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist das einfach, klar kann man das mit Hilfe der Erwachsenen auch schon, wenn man kleiner ist, spielen, aber mein 8-Jähriger damals fand die Geschichte schon zu babyhaft und meine 6-Jährige war natürlich überfordert mit dem Spiel. Das heißt, ich finde einfach, hier ist diese Packung zwischen kindgerechtem Geschichte, aber dann leider zu komplexem Spiel nicht so ideal und das ist ein bisschen schade bei Herr der Träume. Während bei Familia Tales das wirklich auf dem Punkt ist, aus meiner Sicht. Wir haben eine sehr schöne, kindgerechte Geschichte. Dazu wirklich dieses Thema, dass wir immer dieses Baby beschützen müssen und so. Das finde ich wirklich cool. Wir haben aber auch ein wirklich einfaches, schnell gelerntes, einfach gelerntes Spiel. Und da spielt auch wiederum die App eine große Rolle, weil das ist natürlich das Nächste, was hier wirklich so herausragend ist, dass wir diese Sprachausgabe haben. Aber das Tutorial, das macht es einfach so leicht, das Spiel zu lernen, dass wir eben diese Regelhürde nicht so haben, der Regelfrust ist nicht so da. Und natürlich eben ist auch der Spielfluss wirklich einfach für die Kinder leicht zu managen. Und da ist dann wirklich einfach, passt es einfach so gut auf diese Zielgruppe Erwachsene mit Kindern ab 8 Jahren oder jünger sogar noch. Wahrscheinlich kann man auch mit pfiffigen 6-Jährigen hier schon wirklich schön dieses Abenteuer erleben. Was auch hier wirklich gut gelungen ist, ist einfach die Länge der Texte, die Länge der Szenarien, weil da scheitert es natürlich bei den meisten Kindern tatsächlich an dieser Geduld. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich sage hier jetzt Kaufenliste, trotzdem meine persönliche Erfahrung zum Beispiel mit meinen Kindern ist auch noch so, dass man auch nochmal die richtigen Kinder haben muss für so eine Art von Spiel. Also meine Kinder sind halt tendenziell eher kompetitiv, ungeduldig, haben nicht so viel Sitzfleisch, nicht so viel Geduld und für die ist es einfach nicht das richtige Spiel. Aber da müsst ihr eure Kinder, kennt ihr eure Kinder am besten, wenn ihr eher ruhigere Kinder habt, die einfach lange Hörspiele gern hören und solche Sachen, dann ist das wirklich hier ganz, ganz passend und toll. Aber das muss ich natürlich trotzdem so vorausschicken, trotz Kaufempfehlung. Man muss so ein bisschen seine Kinder kennen, ob die so eine Art von Spiel überhaupt mögen. Und trotzdem habe ich natürlich so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, beziehungsweise die man einschränkend sagen muss. Zum einen ist es ganz klar so, für eine rein Erwachsenenrunde könnt ihr euch das natürlich holen, wenn ihr sowas, wenn ihr das mögt, wenn ihr jetzt Cherry Hawthorne-Fan seid und so, dann klar, dann kriegt ihr hier das auch, ja. Aber man muss schon einschränkend sagen, für eine rein Erwachsenenrunde ist es mechanisch einfach nicht herausfordernd genug, ja. Also ich würde mich da ganz klar langweilen in der reinen Erwachsenenrunde. Mir macht es Spaß mit den Kindern, aber das ist mir einfach zu simpel. Vor allem auch der Kampf ist mir dann einfach zu simpel. Diese eine Würfel, das kann ja manchmal auch ermüden. Du brauchst dann irgendwie noch 5 Damage und weißt, du kannst irgendwie mehr oder weniger nur einen machen. Brauchst dann irgendwie so. Das ist, und dann immer nur dieser Würfel, eins mehr, eins weniger. Das ist halt schon ein bisschen zu simpel, trotz der Aufrüstung und alles. Da fehlt mir als Erwachsener halt einfach die Spieltiefe und das ist natürlich aber auch nicht das, was dieses Spiel will. Es spricht einfach die Familien mit Kindern an. Und dann ist eigentlich nur noch so eine persönliche Geschichte. Aus meiner Sicht hätte es diese Alternativwege in den Szenarien nicht gebraucht. Hier gibt es halt viele Möglichkeiten sozusagen, wir gehen nach links oder wir gehen nach rechts. Und das ist halt so ein Ding, ja, das vermittelt so ein bisschen das Gefühl von Wiederspielreiz, aber das Problem ist einfach, wenn wir das Ding mal durchgespielt haben, das ist halt ein Spiel, das spielst du einmal durch. Dann hast du die Geschichte erlebt, klar könntest du es nochmal spielen, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen wird man das einmal spielen. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen schade, dass es so viele Abzweige gibt, weil man einfach manche Sachen nicht sieht und auch nie sehen wird. Und da hätte ich mir tatsächlich als persönlicher Wunsch so ein bisschen, würde ich mir wünschen, dass er vielleicht beim nächsten Mal lieber diese Alternativwege weglässt und dafür in den einzelnen Szenarien nicht mehr Kämpfe, sondern einfach ein paar mehr Rätsel einbaut. Das ist das, was mir persönlich so ein bisschen an dem Spiel fehlt. Die Szenarien sind doch recht einfach immer zu lösen. Ja, also es geht hier halt meistens darum, einfach die entsprechenden Orte zu erkunden und dann ergibt sich das schon relativ
einfach, wie wir das Szenario dann schaffen. Oft ist dann einfach auch nur ein Kampf, den wir schaffen müssen, oder ne, wir müssen so eine bestimmte Abfolge irgendwie oder zu bestimmten Sachen halt hingehen, und dann geht es nur darum, gehen wir da sofort hin oder klappern wir vorher noch mehr ab, und dann Dauer brauchen wir länger, dann ist vielleicht dieser Timer ein bisschen schlechter und so weiter. Aber es ist eben nicht so, dass hier sich hier wirklich Rätsel drin stecken. Und ich glaube, das wäre ja noch eine schöne Mischung gewesen. Diese tolle Geschichte, ein bisschen Kampf und dann aber auch noch wirklich so ein paar Tüftelrätsel. Die hätten mir wirklich sehr gut gefallen hier so als Abwechslung. Also da gibt es schon ein bisschen was zu lösen und du musst den richtigen Weg finden. Aber so richtige Rätsel gibt es hier in dem Spiel natürlich nicht. Das hätte aber, finde ich, gut gepasst hier. Einfach nur so als Anregung vielleicht fürs nächste Spiel. Aber Jerry wird mir hier sicher nicht zuhören. Also insgesamt wirklich eine Empfehlung, aber für Familien mit Kindern, die auch noch ein bisschen Geduld mitbringen oder solche so Hörspiele gerne mögen, da könnt ihr wirklich bedenkenlos zuschlagen. Spieletipps gibt es tatsächlich bei Familia Tales nicht allzu viele. Ein Haupttipp ist eigentlich nur, versucht es wirklich zu viert zu spielen. Diese Regeln, wenn man weniger als 4 Personen am Spieltisch ist, funktioniert gut, habe ich auch ausprobiert. Aber das Problem ist, da werden eben diese Decks zusammengemischt von mehreren Charakteren. Und das verwässert halt doch sehr dieses Rollenspiel-Charakterspiel, weil man dann plötzlich halt im Deck halt, man ist jetzt dann, ne, ein Charakter ist dran und der hat dann plötzlich Karten auf der Hand, die eigentlich zum anderen Charakter gehören. Das fühlt sich irgendwie komisch an, ja. Und das passt natürlich auch oft nicht so gut zur Startausrüstung und zu diesen ganzen Sachen, die so ein Charakter eigentlich so mit sich bringt. Deswegen würde ich das doch sehr empfehlen, Spiels zu viert, da habt ihr einfach dann am meisten davon. Und dann tatsächlich der Tipp an alle, die eigentlich sowas wie ein Tutorial nicht brauchen, die sich also von sich sagen, ach, so eine Regel, die lese ich, ist kein Problem. Probiert's aus! Nutzt das Tutorial, also ich musste mich selber da so ein bisschen disziplinieren, weil ich sagte, ich hielt es jetzt auch auszudrücken, das Tutorial, aber ich hätte eigentlich die Regel gelesen, sagt, nein, komm, ich probiere es jetzt mal, ich lese es hier wirklich nicht weiter, sondern ich versuche wirklich mal gucken, ob die App mir das wirklich beibringen kann. Und sie kann es beibringen und es ist wirklich eine tolle Erfahrung, eine gute Erfahrung, von daher traut euch und lernt das Spiel über das Tutorial. Ja, und zuletzt ist einfach so, versucht wirklich so kooperativ wie möglich zu spielen, und das meine ich auch eher aufgrund des Spielgefühls. Ne? Hier steckt ja wirklich dieses Ding drin, dass man sich gegenseitig diese Karten sozusagen beitragen kann. Das solltet ihr wirklich viel nutzen, weil dann ist es wirklich auch, so ist das Spiel gemeint, ne? Und so versucht auch zu spielen. Das ist manchmal bei Kindern ja ein bisschen schwierig. Also bei mir, ich habe es schon oft erlebt, dass die sich ja nicht gegenseitig helfen wollen oder ihre Karten behalten wollen, aber sozusagen, da würde ich versuchen, die Kinder so ein bisschen hinzubringen, dass man wirklich versucht, es zusammen zu schaffen und gegenseitig die Karten immer zu helfen. Ja, das ist so mein letzter Tipp. Ja, und das waren meine Spieletipps. Jetzt geht es noch weiter am Schluss mit dem Hunterscore. Ich sage trotzdem jetzt hier schon mal Tschüss. Danke fürs Abstimmen an alle Unterstützer und natürlich auch fürs Unterstützen. Und für alle anderen freue ich mich natürlich, wenn ihr das Abo da lasst oder einfach mal über die Unterstützung nachdenken. Da könnt ihr auch mit voten beim nächsten Wunschvideo. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Wie sieht's mit dem Hunterscore aus? Materialqualität inklusive Inlay 9 von 10. Die grafische Gestaltung auch hier 9 von 10 Punkten. Bei der Regel gebe ich einfach eine 10, auch aufgrund dieses tollen Tutorials. Thema natürlich wunderschön, 8 von 10, wobei man natürlich sagen muss, klar, es ist jetzt auch nicht, es ist kein Tainted Trail natürlich, ne? Aber es ist wirklich schön, schön, schön ausgedacht. Mechanik und Balance auch 8 von 10, wobei ich da natürlich ganz klar darauf hinweise, für ein Familienspiel, ja, ist die Mechanik genau richtig und die Balance natürlich auch. Das haben sie gut auf die Zielgruppe abgestimmt. Spielspaß, naja, ich gebe jetzt mal eine 7, einfach nur deswegen, weil ich finde, der größere Spaß kommt natürlich mehr so von dem Thema, von der Geschichte, das eigentliche Spiel. Das ist natürlich auch schön, aber nicht ganz so reizvoll. Wiederspielreiz, da gibt es natürlich jetzt Abzüge, da gebe ich nur eine 5. So ein Spiel will nicht wieder gespielt werden, unbedingt, würde ich sagen. Ist auch einfach nicht notwendig, trotzdem muss man darauf hinweisen, wer jetzt der Meinung ist, er will das bis zum Ende seiner Tage spielen. Das wird wohl eher nicht der Fall sein. Interaktion ist absolut gut, 8 von 10, weil wir haben eben diese schöne Mechanik, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und das finde ich vollkommen ausreichend. Ansonsten haben wir einfach ein kooperatives Spiel, wo wir uns gut abstimmen können. Preis-Leistung 65 Euro, natürlich nicht billig, aber für das, was man hier bekommt, für die tolle App, für dieses tolle Material, das wirklich
lange, lange Spielspaß hier, bis man hier durch ist. Sind das 8 von 10 Punkten. Und individuell, meine individuelle Kategorie ist hier die App-Umsetzung und dafür gebe ich eine glatte 10, weil es mich wirklich überzeugt hat und damit bekomme ich auf einen Hunter-Score von 82. Und ja gut, klar, das ist natürlich einfach nur so ein mehr oder weniger theoretischer Wert, aber alles, was über 80 ist, ist schon ziemlich gut, wenn man überlegt, dass ich selten 10 verteile. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao!